probiert zu rushen. Wenn wir das nicht schaffen, dann war es das wahrscheinlich dann auch. Goldspieler. Interessant wird die Mitte für ein Late Game. Das ist eine gute Karte. Zerg. Da könnte Rush sogar was gehen. Probieren wir mal die alte Taktik. Ich weiß nicht, ob die wirklich Sinn macht noch. Ich bezweifle es gerade irgendwie. Und bauen. Hey, bau! So. Wir brauchen mehr Mineralien. Eigentlich könnte man jetzt hingehen, beziehungsweise würde man hingehen und die Mineralien sparen für einen Rush mit den Zerklingen. Ich gucke aber, da das Ding sowieso nicht fertig ist, was ich ein bisschen den Mineralienhaushalt noch für die kommenden Drohnen und Zerklinge sowie Queens Hochschraub. Dass ich nicht ganz abfall. Falls der Rush beispielsweise nicht funktionieren sollte. So. Insgesamt hätte ich dann sowieso nur 3, die ich bauen könnte. 3 Larven sind da. Passt. Wunderbar. Ach, verdammt. Nein, die Overlord-Schranke. Die habe ich vergessen. Damn. Nee, geht anders. Ah, falscher Baubild. Das da. Und gib ihm. Naja, was heißt mehr Rush geht nicht. Geht schon, wenn man will. So, und weitere Zerklinge. Beziehungsweise eine Queen sollte als nächstes auch dabei sein, um den Pool schnellstmöglich wieder hochzukriegen. Aber die Frage ist jetzt, wie weit ist er? Er kriegt es mit 4 doch ganz gut. Ganz gut weg. Muss ich sagen. Ja. Das muss ich jetzt abbrechen. Leider. Queenies könnten helfen. Es hat ihn definitiv ein paar Mineralien gekostet. Gut, jetzt hat er zu viele. Aber wir gucken, dass er nicht weiter raus kann. Wir sind nämlich, was Mineralien angeht, gar nicht schlecht aufgestellt.
So, jetzt haben wir natürlich eine kleine Verzögerung. Ich bin am liebsten unter Tunneln. Und dafür brauche ich die Schaben. Die habe ich noch nicht. So, Second Queen ist schon mal da. Wunderbar. Vielleicht zur Evo-Kammer wechseln und upgraden. Oh, die Alten bleiben da auch nicht ewig. Ah! Panzer und sowas. Ei, das ist ja nicht gut. Jetzt gucken, dass wenn er wieder hochkommt, dass ich weitergehen kann. Dann glaube ich, gehe ich eine Runde auf die kleinen lieben Schablinge. Aber erst nachdem der nächste Hive draußen ist. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alles klar, damit hat er offiziell sein Territorium markiert. Wir brauchen Nachschub. Falls er einen Initialangriff starten sollte. Ja, Rush-Taktik ist für Zerg-Spieler auch nicht immer die beste Wahl. Ach, die schicke ich ja noch da hoch. Ah, ein dummer Fehler. Jetzt habe ich ihm Mineralien in den Rachen geschmissen.
Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie kriege ich es gerade nicht hin? Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Mutantengültiger Kaffee. Mineralienfeld erschöpft. Das ist schlicht. Ach, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch irgendwie schaffen werde. Muss ich ehrlich gesagt stehen. Ach ja, ich brauche ja noch die Gräberklauen. Stimmt. Da hatte ich mich ja jetzt komplett verzettelt. Man muss die Gräberklauen ja erst erforschen in diesem Game-Teil, damit die sich vergraben. Ach, verdammt. Ja, da kommen sie. Zurück, zurück, zurück. Ich bräuchte mal noch einen Hydraliskenpool, damit ich die anderen Dinger da wegkrieg. Die mir die ganze Zeit so derbe Schaden machen. Metamorphose abgeschlossen. So, und dann brauchen wir schon den Ultra-Reif. Dafür erst noch Verseuchergrube. Wir brauchen mehr Overlords. Mineralienfeld. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Streitkräfte werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Overlords. Viel zu viel Mineralien. Mach viel zu wenig damit. Der andere hat wahrscheinlich gleich 3-3 Upgrade, weil ich einfach in die Pötte komme. Unglaublich, das Spiel dauert zu lange. So hatte ich das nicht vorgehabt. Die da unten haben gar nicht abgebaut die ganze Zeit. Wunderbar. Ah, schrecklich. Also die Massenkontrolle bei Enzerg, die muss ich mir echt noch verbessert beibringen.
Ja, da kommt er an. Gestrived. Komm her, du. Mit Micromanagement echt nicht mehr klar. Ich hoffe, er hat keinen Turm. Nope. Wunderbar. Und gib ihm. Schade, ich dachte, mit dem Angriff wäre dies schon vorbei. Das hat ihn auf jeden Fall sehr stark zurückgeschmissen. Dann hauen wir halt wieder ein bisschen rein. Nächste Runde ist er dann aber echt fertig. Schicken wir auch Queen mal noch mit. Bisschen Heilsupport. Könnt auch auf Belagerungstour gehen gegen ihn. War auch kein Thema. Oh, die Arbeiter mal blatt. Du kommst auch mit. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Ach, schade. Da hatte ich keinen Acht drauf. Na gut, Jung. Er hat die Basis nicht wieder aufgebaut. Das sind wirklich seine letzten Einheiten. Naja, machen wir erstmal seine Base platt. Wenn er ja keine neue mehr hat. Aber noch ein letzter guter Push von ihm, muss man sagen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Drohnen werden angegriffen.
Sieg. Wunderbar. So, dann wechseln wir jetzt mal das Game. Und zwar zu League of Legends. Vielen Dank für alle StarCraft-Liebhaber beim Zuschauen. Wer jetzt noch dabei bleibt für eine Runde League of Legends, muss ich kurz gedulden. Gerade Gamewechsel. Und Overlords können jetzt tanzen. Yay. Wir sehen uns. Bis gleich.